Thomas Richter, 0:2, war es das? Ja, zumindest für dieses Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und haben uns selber geschwächt durch den Platzverweis und haben eigentlich in der ersten Halbzeit versäumt, in Führung zu gehen. Aufgrund der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, hat Offenbach auch verdient gewonnen. Sie waren stinkesauer, als Sie Peter Vollmann 10 Minuten vor Schluss rausgenommen hat. Fühlten Sie sich zu Unrecht ausgewechselt? Ja, ich kann nur hier sagen, für mich geht es hier um meine Zukunft. Ich bekomme hier keine Vertragsverlängerung, nur eventuell, wenn wir vielleicht in die zweite Liga aufsteigen. Und deswegen bin ich sauer, dass ich hier nicht weiterhelfen konnte. Und damit weiter mit Daniel Weiß. Ja, und der hat noch niemanden bei sich stehen, denn der OFC feiert natürlich, verständlicherweise. Das sieht man im Hintergrund. Wir geben mal ab zu Dirk Schmidt oben und dann sind wir gleich wieder hier. Wir holen ihn den Torschützen, ich verspreche es. Sie sehen natürlich hier, dass die Spieler jetzt ein Bad in der Menge nehmen. Zu Hause am Biberer Berg hier kann der Aufstieg nicht geschafft werden. Obgleich es die tollen Fans ganz bestimmt verdient hätten, dabei zu sein, wenn die Mannschaft schlussendlich in die zweite Liga aufsteigt. Aber jetzt muss das Meisterstück, wenn überhaupt, dann auswärts gemacht werden bei VfL Osnabrück. Und der Christian Döring hat noch einen Gesprächspartner bei sich. Tja, Dirk Fengler, Sie haben natürlich als ehemaliger Bundesliga-Profi viel erlebt, bei Eintracht Trier auch. Aber in dieser Dramatik darf man sich als Mannschaft 2 Platzverweise bei einem so wichtigen Spiel leisten. Natürlich dürfen wir uns das nicht erlauben, zweimal hier vom Platz gestellt zu bekommen. Allerdings muss ich sagen, wir hatten das Spiel im Griff in der ersten Halbzeit. Bis zu der ersten Hinausstellung, die war meiner Ansicht nach ein absoluter Witz. Und ich muss mich sowieso beherrschen, dass ich über den Schiedsrichter nicht noch ein Wort verliere. Aber unnötig war natürlich auch das 2-0. Mit 1-0 hätten wir noch eine relativ gute Ausgangsposition gehabt, aber so wird es sehr schwer. Dankeschön, weiter mit Dirk Schmidt. Und ich sehe, dass der Daniel Weiß ist, ist kein Problem. Der zweifache Torschütze steht hier. 2 Tore zum Fußballhimmel, die wichtigsten Ihrer Karriere? Ja, so wie es im Moment aussieht, sind es wahrscheinlich die wichtigsten. Ja. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern die ganze Sache. Und wir haben noch ein schweres Spiel. Ihr Eindruck so kurz nach dem Spiel? Ja gut, also am Anfang haben die Dreher uns wieder ein bisschen den Schneid abgekauft, kamen stärker ins Spiel. Wir sind oft hinterhergelaufen. Dann mit dem Platzverweis kam so ein bisschen die Wende, da haben wir uns ein bisschen befreit, einige Chancen gehabt und haben auch kurz nach der Pause verdient das 1-0 dann gemacht. Grund zum Feiern gibt es heute genug, das wird auch getan, hoffe ich. Ja, wir fangen vorsichtig an, wir müssen mal sehen, wie das andere Spiel jetzt ausgeht und dann sehen wir weiter. Naja, jedenfalls werdet ihr gegen Osnabrück spielen und das am 19. Juni, aber das alles interessiert momentan nicht. Danke Stefan Simon, Gratulation und ich gebe nochmal ab zu Dirk Schmidt. Und ich sehe, während die Offenbarer feiern, dass Christian Döring den Trierer Trainer am Mikrofon hat. War es das endgültig schon? Das kann man nicht sagen, aber das letzte Tor war natürlich nicht so gut. Aber insgesamt muss ich sagen zum Spiel, dass wir unheimlich gekämpft haben. Wir haben mit 10 Mann versucht, immer noch etwas nach vorne zu machen. Wobei, ich sage, die erste gelbe Karte von Werner Heinzen, das war völlig überzogen. Und wenn man dann über 60 Minuten mit einem Mann weniger spielen muss, dann kann man das in so einem Spiel nicht kompensieren. Trotzdem wusste er natürlich, dass er gelb belastet ist. Darf sowas passieren, dass er sich dann die rote einhandelt? Das ist richtig. Das muss ich sagen, das musste er in dieser Situation wissen, dass das die Folge ist. Und deswegen muss der Spieler sich auch selbst Gedanken darüber machen, wie er sich in diesem Spiel dann verhalten hat. Ich denke mal, dass wir in letzter Konsequenz der Situation da nicht mehr gewachsen waren. Auch die rote Karte von Marek Chakon hat sich da in irgendeiner Form provozieren lassen. Ich denke mal, in so einem Spiel muss man die Nerven behalten, darf das nicht passieren. Zweifellos ist das hier am Biberer Berg natürlich ein Hexenkessel. Aber man hat sich natürlich lange genug einstellen können auf dieses wichtige Spiel, dass Chakon sich als Routinier provozieren lässt. Ist das für Sie verständlich? Können Sie sowas überhaupt nachvollziehen? Nein, Sie dürfen nicht vergessen, als wir mit 11 Mann gespielt haben, waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir haben Torchancen gehabt. Wir haben die Mannschaft von Offenbach haben wir klar im Griff gehabt. Und als dann der Platzverweis kam, dann war einfach das nicht mehr aufzuhalten, dass der Offenbacher ein Übergewicht bekommen. Das haben sie auch sehr gut ausgespielt und dann auch verdient verloren. Aber ich muss trotzdem meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie über 90 Minuten so gegengehalten hat. Aber 0:2, da fragt man sich als Trainer natürlich schon, hat man was falsch gemacht? Haben Sie was falsch gemacht? Nein, wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben uns optimal vorbereitet. Wir haben mit 11 Mann, ich sag's nochmal, das ist entscheidend, wir haben mit 11 Mann ganz klar hier die bessere Mannschaft gestellt. Natürlich
muss man sich fragen, ob man vielleicht der ein oder andere Spieler da vielleicht nicht die Nerven im Griff gehabt hat, dass der Sache vielleicht nicht gewachsen war. Das darf in so einem Spiel nicht passieren, dass man zwei Platzverweise hat. So, nächstes Wochenende dann, das letzte Spiel, noch eine Chance? Gut, ich sage, im Fußball ist immer alles möglich. Das letzte Tor war Gift für uns, das bringt uns zusätzlich unter Druck. Aber ich muss optimistisch sein, ich bin optimistisch, aber ich bin auch Realist und es wird schwer. Dankeschön, damit verabschieden wir uns von den Zuschauern von Südwestrheinland-Pfalz. Aber ich denke, wir müssen schnell darüber wegkommen, damit wir am Sonntag noch den entscheidenden Schritt machen können für den Aufstieg. Ja. Wie geht man da nach so einer Niederlage, 2:0 haben Sie verloren, wie geht man nach so einer Niederlage miteinander um? Ja gut, wir gehen gut miteinander um, weil wir die ganze Saison dann zusammenarbeiten. Und wie gesagt, wir müssen uns jetzt wieder zusammenraufen, damit wir den Aufstieg am Sonntag vielleicht doch noch perfekt machen können. Was hat denn der Trainer gesagt? Der Peter Wollmann? Der Trainer ist natürlich auch niedergeschlagen, wie die Mannschaft auch. Aber wie gesagt, er hat auch gesagt, die Parole geht weiter. Unsere Chance, unsere Minimalchance, die müssen wir halt am Sonntag nutzen. Ja, und was hat der Präsident gesagt, der Hans-Joachim Dörfert? Der Präsident war heute leider nicht da, weil er ist zurzeit in Urlaub. Ah, das wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen, wenn er das hört. Ja gut, wie gesagt, also wir haben da eine Minimalchance und er kommt, glaube ich, im letzten Spiel zurück. Und bis dahin würde man wohl aufgestiegen sein. Gut, aber ich denke, jetzt sollten wir die Zuschauer, die heute Mittag unserer Live-Übertragung nicht folgen könnten, nicht länger auf die Folter spannen und sollten ihnen zumindest zeigen, was sich heute in Offenbach abgespielt hat. Unser Reporter ist Elmar Hartstang. Keiner der 20.000 Zuschauer in Offenbach konnte ahnen, dass sich die spielentscheidende Szene bereits in der 44. Sekunde ereignete. Werner Heinzen erhielt nach dieser Attacke die gelbe Karte. Berechtigt oder nicht, sei dahingestellt. Der Schiedsrichter wollte wohl zu Beginn gleich jede Härte aus diesem brisanten Spiel nehmen. Nach 35 Minuten und 6 Sekunden wurde aus Gelb, Gelb-Rot. Handspiel von Heinzen. Schiedsrichter Hartmut Strampe sah eine Absicht des Trierers wohl zurecht. Werner Heinzen durfte duschen gehen, die Eintracht nur noch mit 10 gegen 11. Total ärgerlich aus Trierer Sicht. Wir hatten das Spiel im Griff in der ersten Halbzeit. Bis zu der ersten Hinausstellung, die war meiner Ansicht nach ein absoluter Witz. Und ich muss mich sowieso beherrschen, dass ich über den Schiedsrichter nicht noch ein Wort verliere. Schiedsrichterleistung hin oder her, in den ersten 30 Minuten war die Eintracht die klar bessere Mannschaft am Biberer Berg. Nach Chancen stand es 1:1. Die Torhüter vereitelten jeweils Schlimmeres. Istunat gegen Vollmer und kurze Zeit später auf der anderen Seite Keffel gegen Tümmes. Nach der Hinausstellung reagierten die Trainer. Offenbachs Beusen im Hintergrund ließ offensiver agieren. Vollmann konnte nur verbal anspornen. Klar, wer da die besseren Karten hatte. 53. Minute. Stefan Siemann nutzt eine Unachtsamkeit im Trierer Strafraum zum 1:0 für die Gastgeber. Das Tor lag in der Luft und war die Konsequenz aus der gelb-roten Karte. Wenn man dann über 60 Minuten mit einem Mann weniger spielen muss, dann kann man das in so einem Spiel nicht kompensieren. Danach plätscherte die Partie so dahin. Kein Aufbäumen war zu sehen. Mitte der zweiten Halbzeit eine typische Szene für das Spiel nach Offenbachs Führungstreffer. Es ging rauf und runter, hin und her. Kombinationsspiel im Mittelfeld bei beiden Mannschaften praktisch nicht existent. Die Stürmer dann auf verlorenen Posten gegen die kompakten Abwehrreihen. Sowas mag sich nur der Trainer der führenden Mannschaft in Ruhe anschauen. Peter Vollmann reagierte 15 Minuten vor Schluss, brachte gleich 3 neue, mit der Folge, dass die Eintracht bald nur noch 9 Spieler auf dem Feld hatte. Marek Chakon, eben eingewechselt, durfte gleich wieder gehen. Rot nach einer Tätlichkeit, das passte ins Bild heute Nachmittag. Ich denke mal, dass wir in letzter Konsequenz der Situation da nicht mehr gewachsen waren. Auch die rote Karte von Marek Chakon hat sich da in irgendeiner Form provozieren lassen. Ich denke mal, in so einem Spiel muss man die Nerven behalten, darf das nicht passieren. Die Kickers aus Offenbach nahmen das zweite Geschenk der Trierer dankend an. Stefan Siemann in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer. Das deprimierende Fazit aus Trierer Sicht, die Eintracht verliert nach gutem Beginn mit 9 gegen 11 Spieler 0:2 am Biberer Berg. Die Aufstiegschance wurde leichtfertig verspielt. Also
Also der Rudi Tönnes hat es ja schon angedeutet und ich sehe es ähnlich. Ich glaube noch nicht, dass die Aufstiegschance verspielt wurde, weil es muss ja erst noch in Trier gespielt werden und dann in Osnabrück. Rudi, wie ist das denn jetzt wirklich mit den Nerven, wenn man in ein solches Spiel geht? Wie ist das für Sie persönlich gewesen? Sie sind ja ein erfahrener Mann. Ja gut, man hat also die Routine, da geht man ruhig ins Spiel. Ein bisschen Anspannung ist immer da, aber man hat ja schon mehrere solche Spiele mitgemacht. Ja, und was denkt man in dem Moment, in dem beispielsweise ein Werner Heinzen mit der Hand zum Ball geht? Ja gut, man muss halt dann für den Werner Heinzen, der in den letzten Wochen, muss man einfach mal sagen, überragende Leistung gebracht hat. Klar, ja. Da muss man auch mal da für ihn einspringen und halt mehr laufen. Jeder Einzelne aber hat halt trotzdem nicht gereicht. So als Fußballer kennt man ja so Situationen. Das war ein langer Ball, da hat man 2 Sekunden Zeit nachzudenken. Mir ist das auch schon passiert. Kennen Sie das auch? Ja gut, aber wie gesagt, wie der Dirk Fenger schon im Vorbericht gesagt hat, also die gelbe Karte war erstmal ein Witz und dann die Rausstellung, also ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich habe mir sagen lassen, die Mannschaft sei jetzt weniger gut zu sprechen auf den Marek Schakon, der bei uns im Hintergrund sitzt mit so einer Beule am Kopf. Den hat es zwar erwischt, aber er hat auch einen anderen erwischt. Aber das war wohl unprofessionell, ne? Ja gut, wie gesagt, das war ein Zweikampf. Der Marek hat einen aufs Auge geschlagen bekommen, aber er muss auch Profi so genug sein, dass er, wie heißt, nicht zurückschlägt. Weil sie haben länger am Boden gelegen und da sieht Linie Richard halt. Ja. Wie wird denn jetzt die kommende Woche aussehen? Wie sieht das Programm aus? Was muss der Trainer tun? Was tun Sie für sich? Ja gut, der Trainer muss halt nicht viel tun, sondern muss sich mal nur ein bisschen aufbauen. Und wir müssen halt konzentriert trainieren, wie wir das die Wochen zuvor auch gemacht haben. Und dann denke ich, dass wir am Sonntag gegen Osnabrück eine Chance haben. Ja, Trier steht mal wieder kurz davor, wie einige Jahre zuvor auch schon. Kann man sagen, dass sich damals die Kooperation mit Salmrohr als richtig erwiesen hat? Ich denke schon, dass sie sich als richtig erwiesen hat, weil Leistungsträger von Salmrohr nach Trier gegangen sind, die auch da gespielt haben. Das sieht man auch an den Pokalerfolgen. Mhm. Und im Moment spielen zwar nur noch 2, aber wie gesagt, ich denke, das hat sich... Für Sie ist das ja auch nicht die erste Aufstiegsrunde. Sie haben sogar schon mal in Offenbach gespielt, aber das ist jahrelang her. 87 habe ich in Offenbach gespielt, aber leider für uns ist es besser ausgegangen, haben 1-0 gewonnen, sind aber leider auch nicht aufgestiegen. Ja. Vielleicht klappt es ja diesmal, wenn wir verloren haben. Ja. Sie sind ja erst 30 und doch schon so lange dabei. Wann haben Sie angefangen? Ich habe mit 17 in Trier angefangen, habe 3 Jahre in Trier gespielt, erfolgreich in Trier gespielt, 2-mal Amateurmeister. Bin dann nach Darmstadt gegangen, wo es halt nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen, habe 6 Jahre, schöne Jahre in Salmrohr gehabt. Und jetzt wieder 2 Jahre erfolgreich in Trier. Wie war das denn damals in Darmstadt? Weil Sie waren ja schon mal in der zweiten Liga. Ja gut, ich habe halt das Pech auch gehabt, weil Eckhard Krautzin mich damals geholt hat. Ja. Und wo ich das erste Training da war, hat er sich leider verabschiedet von der Mannschaft. Und da kam ein neuer und da musste ich mich durchspeisen und war halt schwer. Falscher Verein zum falschen Zeitpunkt? Also ja, ich denke, dass es vielleicht zu früh war für mich, in die zweite Liga zu gehen. Ich hätte vielleicht schon ein Jahr in Trier bleiben und dann den Schritt wagen. Ja, was mir für Sie immer ein bisschen leid tut, ich kenne Sie ja nun wirklich seit der Zeit, als Sie als 17-Jährige angefangen haben, dass Sie für mein Empfinden immer so ein bisschen Ihre Möglichkeiten verspielt haben. Also eigentlich müssen Sie längst zumindest Zweitligaspieler sein, wenn nicht sogar in der ersten. Ja gut, wie gesagt, ich bin 90 halt auf den Mund gefallen mit Darmstadt 98. Das war halt ein Risiko. Und erstmal auch ein bisschen vorsichtiger, wenn Vereine kommen. Und ich hätte vielleicht den Schritt noch mal wagen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Aber es gab ja wohl Angebote vor dieser Saison, da haben Sie lange überlegt. Ja gut, es gab Angebote vor dieser Saison, aber wie gesagt, ich habe auch eine Klausel im Vertrag stehen und das ist jetzt so einfach. Sind Sie ein Bodenständiger? Ich denke schon, ja. Ja? Was machen Sie, wenn Sie nicht Fußball spielen? Was machen die Fische? Den Fischen geht es gut, also ich tue weiterhin angeln. Wie gesagt, das ist ein guter Ausgleichssport für die Spiele, für die Spiele vorzubereiten. Ja. Und mache ich nach wie vor. Und was passiert, wenn das alles jetzt doch schief gehen sollte? Was hat das für persönliche Konsequenzen für Sie? Ja gut, ich werde jetzt erstmal, ich habe noch einen 3-Jahres-Vertrag in Trier, ich werde weiterhin spielen und werde auch versuchen, einen Trainerschein jetzt zu machen, und dass ich mit dem Fußball weiter verbunden bleibe. Ja, also dann wünschen wir Ihnen zunächst einmal für den nächsten Sonntag alles Gute. Ich bin fest davon überzeugt, in Trier wird die Hölle los sein und ich denke, das Ding ist auch noch nicht verloren. 3-0 oder 4-0 gegen Osnabrück, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Vielen Dank, Rudi Tönnes. Sie, liebe Zuschauer, Sie können dabei sein, wenn Sie sich jetzt an unserem Rätsel beteiligen.